Was geht ab, Sully? Bin ich umgezogen? Ja. Von da nach hier. Ich saß vorher da und jetzt sitze ich hier. Von da nach da. Das sind 50 Zentimeter ungefähr. Pi mal Daumen 50 Zentimeter. Vielleicht sogar weniger. Ich bin im selben Raum, knackt G. Yes, sir. Das ist jetzt mein Büro. Das ist mein Büro. Dann habe ich noch ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Das ist jetzt meine Crib. MTV Homes. Okay. Okay. Oh, dann spoilere ich aber das Bild. Ey, let's go. Oder auch nicht. Ey, let's go. Es ist zwar auf dem Kopf. Ey, let's go. Weep Nation. Weep Nation. Ihr verdammten Weeps. Ihr verdammten dreckigen Weeps. Zu fahren. Oh, Baby. Moment der Wahrheit. Houston, wir sinken! Damn. Das ist die Maximalhöhe. Ich muss die Kamera noch anders einstellen. Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dann startet nie wieder jemand dieses Spiel. Ich kann euch ja mal eins zeigen. Ihr habt es eh schon gesehen. Oh, Baby. Oh, yeah, Baby. Oh, yeah, Baby. Oh, Baby. Five returns, motherfuckers. Oh, Baby. Oh, yeah, Baby. Life Returns, Motherfucker. Ich hab sogar noch. Ich hab meine PlayStation 3 vor legit 10 Jahren verkauft oder so an einen Klassenkameraden. So ein klassischer 22 Uhr an der Gartentür hinter der Hand Deal. Und komischerweise habe ich aber trotzdem noch PlayStation 3 Spiele. Also ich hätte gedacht, dass ich die PlayStation 3 Spiele dann auch verkauft habe. Aber aus irgendeinem Grund habe ich PlayStation 3 Spiele für eine PlayStation 3, die ich nicht besitze. Das ist auch ziemlich funny. Und er fragt immer, na, wer von Ihnen hat schon ein Thema und einen Betreuer für Ihre Bachelorarbeit? Dann hebt immer jeder die Hand und ich so. Ist. Diese verdammten Nerds. Eine Bachelorarbeit, wie koreanische Free-to-Play-MMORPGs den Gaming-Markt zerstören. Das ist ein gutes Thema. Am Beispiel Flife Universe. Ich meine, du rufst ja nicht jedes Mal, wenn ein 12-Jähriger einen Böller im Sommer zündet, du rufst ja nicht gleich die Bullen. Das ist ja kompletter Bullshit, ey. Das ist ein richtig gestörter Nachbar wahrscheinlich einfach. Der hat wahrscheinlich dann auch am Telefon komplett übertrieben. Die laufen hier mit MP5s rum und ballern alles nieder. Die Zivilisten liegen blutig auf der Straße. Hier liegen überall abgetrennte Körperteile. Ihr müsst sofort vorbeikommen und den Typen ein Ding festmachen. Und dann kam sie wahrscheinlich mit 50 Leuten. Wahrscheinlich war das so eine Situation, wo der Typ einfach komplett übertrieben hat am Telefon. Aber das würde ja jemand, der dich swattet, auch machen. Ich
wir euch ja noch sprechen. Genau. Also ich habe jetzt die aktuelle Höhe gespeichert und die Höhe von davor habe ich auch gespeichert. Und jetzt fährt er automatisch runter. Technik, Baby. Technik, die begeistert. Aber das zählt nicht, weil... Und außerdem... Nicht zu vergessen wäre dann... Und außerdem kann ich mich daran nicht erinnern. Diese Unterhaltung entzieht sich leider meinem Gedächtnis. Es tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil daran kann ich mich nicht erinnern. Nächste Frage bitte. Es tut mir leid, daran habe ich keine Erinnerung. Ich fürchte, darüber kann ich nichts sagen, denn dieser Vorfall entzieht sich meiner Kenntnis. Ich sollte Bundeskanzler werden. Aus welchem Pass? Achso, aus dem Anfängerpass? No way. Exposed! Casher in the chat! Exposed! Da hat er sich verplappert. Da hat er sich verplappert. Da hat er sich verplappert. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Da hat er sich verplappert. Oh, Triple Drop. Na, endlich mal wieder ein Triple Drop. Intiret, Pensero und Dexion. Nicht schlecht. Drop Tamas war bestimmt nichts Gutes. Oh nein. Strente plus 1 und sonst gar nichts. Ja, nur ein Strente plus 1. Ey, das kann doch nicht sein. Pensero plus 1, sonst nichts. Jetzt aber Jackpot. Komm schon, Baby. Oh, nur noch 14 Sekunden. Komm schon, bitte. Indirekt plus 2, bitte. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Trash. Ach. Zeit für die Statistik. Also, wir hatten 1, 2 und 1. Ach, verdammt, ich wollte nur noch Nummern eingeben. Das war ein 7er Drop. By the way, mittlerweile 24 Mal Clockworks gemacht, seit es die Statistik gibt. Noch keinmal plus 2 oder 3 gedroppt. 24 Mal CW, noch keinmal 2 oder 3. Ganz ehrlich, Scam. Ich sag's wie es ist. Scam. Ich sag nur wie es ist. Scam. Ich zeige ja nicht mit dem Finger auf irgendwas und sage, dass das Betrug ist, aber hey, Scam. Okay, Scam. Würde ich schon sagen. Ich bin im Tower, aber ich sehe es nicht. Oh mein Gott. Ist das der Himmel? Ich glaube, wir sind im Himmel, Leute. What the fuck? Ist das der Himmel, Harry? Ja. Also ich glaube, das ist nicht der Tower. Wo auch immer ich bin, ist es nicht der Tower. Hallo, YouTube. Also bei meinen anderen Chars ist der Ranger weg. Ich mach mal was ganz Wildes. Ich probiere mal zu reloggen.
Danke, Jesus. Ja, ich meine, 50 Cent hat mich gerettet. Komm. Also ich wusste, dass der Test kommt, habe alles auswendig gelernt. Bomben 1 wäre es gewesen. Hab übelst verpennt, stehe so um 8.20 Uhr auf oder so. Und wusste halt, die schreiben jetzt in diesem Moment den Test. Und dann bin ich, das war richtig eklig, ohne Zähne putzen, ohne duschen, einfach aufgestanden, ins Auto gestiegen, zur Berufsschule gefahren. 8.30 Uhr dort gewesen. Lehrerin kommt mir auf der Treppe entgegen und ich sage so, haben wir einen Test geschrieben? Und sie, ja. Und dann sage ich, kann ich ihn noch schreiben? Und sie so, nur wenn du mir dein Handy währenddessen gibst und du schwörst, dass du nicht drauf geschaut hast. Und habe ich alles gemacht. Alter, und nach dem Test, und sie hatte halt mein Handy und das war nicht ausgeschaltet, ne? Und nach dem Test gibt sie mir mein Handy wieder. Ich mache Display an. Und was sehe ich? Einfach 3 Nachrichten von meinem Banknachbar. Alter, wir haben Test geschrieben. Lösung, Aufgabe. Schickt der Spast mir eiskalt die Lösungen, Alter, wenn die das gesehen hätte, Junge. Weiß nicht, ob ich dann durchgefallen wäre. Aber ich schwör's dir, der hat mir eigentlich noch nie wirklich geholfen oder so. Und dann, vor allem, woher wusste er, dass ich komme? Ich hätte auch einfach krank sein können. Das war so random. Also aus irgendeinem Grund hat er einfach gedacht, ich komme safe. Wahrscheinlich haben wir am Tag davor darüber geredet, dass wir einen Test schreiben oder so, keine Ahnung. Aber das war echt insane. Also sie hätte legit nur den... Also sie hätte nicht mal mein Kennwort kennen müssen, weil WhatsApp wird ja auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Also sie hat es halt insgesamt gesehen. Und sie weiß ja auch, wie der heißt. Also sie hätte halt seinen Namen gesehen und hätte auch gewusst, okay, das ist der. Also, damn. Das war echt knapp. Aber es war hammer nice von der, dass die mich dann trotzdem noch hat schreiben lassen, weil sonst hätte ich jetzt so einen Wiederholungstest schreiben müssen. Mit anderen Aufgaben und halt 2 Wochen später oder so. Das wäre echt ätzend gewesen. Chat. LOL, zieht euch mal meine Party rein. LOL. Alter.